Tee trinken, klassisch mit heißem Wasser und einem Teebeutel, das war einmal. Heute gibt es dafür eine Maschine. Ohne lang warten und ziehen lassen, einfach auf Knopfdruck gibt es den perfekten Tee. Scheint's. Bei Teeliebhaber löst die Special Tea Maschine Kopfschütteln aus, bei uns der Gewunder. Wie funktioniert das? Special Tea. Sowas macht offenbar speziellen Tee. Kapsel rein und die Maschine brüht jeden Tee individuell auf. Nestlé verspricht die magische Welt des Tees. Einstein verspricht einen Blick hinter die Magie. Philipp Schütz nimmt sich die Maschine an der Emper Dübendorf vor. Er vermutet, dass sie den Tee unter Druck brüht. Da wird es sehr interessant sein, herauszufinden, wie man es schafft, eigentlich ohne eigentliche Ziehphase schnellen Tee herzustellen. So eine Maschine hat der Physiker noch nie geröntgt. Man sieht hier eine Art Dorn, wo verwendet wird, dass das Wasser nachher in die Kapsel nie gedrückt wird. Und wenn man nachher dann quasi die nächste Kapsel nie tut, geht sie nachher hier in den Sammelbehälter. Interessanterweise sieht man hier auch nachher eine Andeutung von einzelnen Teeblättern innerhalb dieser Kapsel. Das könnte Pumpe sein. Man sieht, dass sie relativ viel dichte Materialien oder ein Motor, der verwendet wird. Und hier sieht es nach der Heizeinrichtung aus. Es scheint relativ wenig Material verwendet worden zu sein. Der Vorteil ist im Prinzip wie bei einem Rennauto: je weniger Material man hat, umso schneller bringt man ihn auf Temperatur. Von Raumtemperatur auf fast 100 Grad in nur 10 Sekunden. So schnell kann die Teemaschine dem Wasser einheizen. Das klappt, weil der Boiler nur 30 Milliliter fasst. Das aufgeheizte Wasser fließt zum Brühkopf. Dort flutet es die Teekapsel und wirbelt das Teekraut auf. Ein Teekonzentrat entsteht. Weitere Spritzer wirken wie ein Löffel, der umrührt. Also kein zusätzlicher Druck, sondern ein simpler Rührtrick macht es möglich, den Tee nur bis zu 30 Sekunden ziehen zu lassen. Dann wird der Tee mit viel Wasser in die Tasse gespült. 25 Tees, immer anders aufgebrüht. Die Kapseln geben der Maschine vor, was sie zu tun hat. Unter dem Alu verstecken sich Löcher. Sie bilden einen Löchercode, der wie bei einer Lochkarte vorgibt, wie lange ein Tee ziehen muss und bei welcher Temperatur. Das will Einstein genauer wissen. Testredaktor Rolf Mundwiler macht eine Stichprobe mit 3 Tees. Sind sie wirklich unterschiedlich heiß? Am heißesten sollte ein Darjeeling-Tee sein. Wir messen 79 Grad. Etwas weniger Hitze braucht ein Grüntee. Er ist fast 72 Grad warm. Ein japanischer Gyokuro-Tee verträgt noch weniger. Die Anzeige zeigt 62 Grad. Die abgestuften Temperaturen überzeugen unseren Testredaktor, was die Technik angeht.